Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Replay of the Week von der Rise Community und diese Woche mit unserem Mitglied, dem Karius 105 und das Ganze auf Paris in seiner ISM und wir gehen mal rein. Hallo und herzlich willkommen und starten mal das Game. Ja, der gute Karius hier in einem 8er-Gamer, ein paar 7er, das ist immer ganz nett. Drei Artis auf jeder Seite, die haben sich, denke ich mal, nicht darüber gefreut, dass das Ganze hier Paris geworden ist. Aber für ihn ist das super. Drei Heavys auf jeder Seite. Das heißt, auch auf der unteren Linie, auf der K-Linie, wird da ein wenig kommen, denke ich mal. Oh, was ist denn hier los? Ein Drängler, der sich da ein bisschen die Schnauze verbrannt hat. Ah, 1375 macht ihn auf, aber er kriegt hier keine Sideshots. Das war wichtig, dass er hier unbeschadet durchkommt. Und dann müssen wir gleich mal gucken, natürlich, ob was er hier treffen kann. Genau, der 53 TP und eine IS-3, die beide auch sehr aggressiv die Position befahren. Er selber aber auch hier auf eine sehr aggressive Position. Hinter ihm der AMX 1375. Da muss man ein bisschen das Auge drauf halten, nicht, dass der da von hinten Sideshot gibt. Genauso wie der Type 59, das könnte gefährlich werden, wenn man hier dann zu weit mit dem Arsch raussteht. Aber er steht ja eigentlich safe. Können wir mal kurz uns umdrehen. Da sehen wir, ja, okay, da müssten sie schon sehr offensiv fahren und dann könnten sie ihm hier in den Turm schießen. Aber er ist ja noch ein bisschen auf verlorenem Posten ganz alleine. Der T-71 CMCD fährt da hinten durch. Das ist eigentlich, der Move ist gar nicht mal so verkehrt. Wenn der VK jetzt auch noch runterkommt, dann können sie ja richtig knuspern. Der T-71 macht jetzt oben schon mal Stress. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Jetzt muss ein Team hier mal ein bisschen Druck machen, aber wir sehen auf der oberen Linie, auf der K-Linie direkt, da fahren auch zwei durch von seinem Team. Das heißt, dass die da schon mal durchkommen. Schöner Shot hier auf der IS-3. Oben durch den Turm, oben auf der Platte, kommt man natürlich hier an der Stelle durch mit AP. Und oben wird der 45 TP rausgenommen. Das war in dem Fall ja auch bloß der Simon. Ah, schade, hier nur getrackt, aber er wird hier auch selber nur getrackt. Und jetzt kann er hier natürlich easy vorbeifahren. T-71 geht jetzt leider raus vom T-69. Das heißt aber, dass der auch schon Schüsse draußen hat. Nochmal zwei hier draußen. Er wird jetzt in den Reload gehen. Das heißt, wir können jetzt hier eigentlich aggressiv drauf fahren. Das wäre wichtig, jetzt hier Vollgas zu geben auf jeden Fall. Das macht der gute Karius hier auch. Hat das, wie es aussieht, mitgeschnitten, dass der Gegner sich hier leer geklippt hat. Und dass man jetzt hier aggressiv natürlich drauf fahren kann. Schöner Hit hier aus der Fahrt. Russische Gun, da geht natürlich immer alles. Da braucht man nicht drüber meckern. Ja, gut, der T-105, der fährt dann natürlich ein bisschen vorstorch. Das darf man normalerweise nicht machen, der gute Mephisto. Gerade wenn da ein T-69 steht, der vollgeladen ist mit seinem Clip. 6-5. Sieht eigentlich alles ganz gut aus. Oh, TS-5. TS-5, ein sehr unangenehmer Panzer. Aber kriegt einen Hit und er, oh, das war nett. Er lädt hier auch direkt dann auf APCR um, perfekt. Unterwanne kommt man hier an der Stelle natürlich durch. Waggelt schön und wird dadurch nur getrackt. Was will man mehr? Schöner Hit hier auf die Unterwanne. Ja, gut gemacht, aber es ist, man muss sagen, das ist trotzdem mutig. Der TS-5, kein schlechter Panzer. Schöne, schnelle Schussfolge. Er weiß nicht, was dahinter steht, ne, in den Büschen. Aber macht er sauber, nimmt ihn hier raus. Zwei Kills auf der Uhr. Der Gegner auf der Außenlinie nur noch vertreten. 7-8. Auf einmal dreht sich das Game. 7-9. Gut, eine Arti war da jetzt auch dabei. Alles noch in trockenen Tüchern. Da geht schon mal die erste Arti auf vom Gegner. Ja, ein bisschen höher vielleicht. Ah, da trifft er genau die Kante leider. Unangenehm. Da geht die zweite Arti auf. Kann man hier auf jeden Fall rausnehmen. Da geht die erste raus. Die M12 ist down. Jetzt GW Panda. Oh ja, vielleicht dann sogar noch die dritte AT. Nett. Ja, GW Panda raus. Komm. Ich riech da doch die Dumitruce. Was gibt's Schöneres als Heavy-Fahrer, wenn man diese Medaille bekommen darf? Und da geht die dritte Arti raus. 5 Kills auf der Uhr, schönes Ding. Aber sein Team sieht natürlich ein bisschen abgeschlachtet aus, gerade auf der Außenlinie. Die eigenen Arti ist natürlich auch alle rausgegangen. So, jetzt müssen wir aber eigentlich kurz mal
den Move machen. Wir müssen mal gucken, wie viel HP die noch haben. Oh, VK 4 HP. T103 auch nicht mehr genug HP. Und der T71 ist jetzt hinter den beiden. Plus der Type wird da wahrscheinlich auch gleich aufgehen. Gehe ich hundertprozentig davon aus. Aber der gegnerische T71 auch low HP. Und wird hier rausgenommen. Aber der Type 59 nimmt hier den T103 raus. 12-13. Ist noch alles drin. Aber der Leo entsorgt jetzt hier den VK. Und der Leo ist noch full life. Drei Gegner und der Leo, der full life ist hier an der Stelle. Okay, der andere ist One-Shot, aber das ändert ja nichts. Ja, schöner Hit jetzt schon mal. 410. Jetzt gucken, dass man hier nicht dauergetrackt wird vielleicht vom Light. Der Type, Type 59, der muss ja auch irgendwann irgendwo um die Ecke kommen. Ich würde ja fast behaupten, dass der die K-Linie runtergefahren ist und dann da von hinten kommt. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Sonst bekommt er hier direkt von hinten gleich Shots. Könnte man sich überlegen, in welche Lücke man sich jetzt hier reinzieht. Aber hier stehen zu bleiben, offen zur Mitte und offen zur unteren Linie, kann nicht gut ausgehen. Und da ist der Type 59 schon und gibt ihm hier einen ordentlichen Hit. Und die hat ihn auch da hinten raus. Oh, Moonhit. Unangenehm. Ah, hier runterschieben, vielleicht draufspringen. Oh, da muss er gucken. Nicht das... Die gute alte... japanische Seitwärtsrolle, wer kennt sie nicht? Kann man mal machen mit dem Heavy. Sehr glücklich hier. Der hätte das Spiel auch definitiv vorbei sein können. I love camping lights. Sehr glücklich. Oh, der AMX, der darf ihn jetzt hier nicht umrunden. Das wäre unangenehm. Nimmt ihn raus. Kann noch einen Schuss von Type 59 vertragen. Und der ist auf einmal auf verlorenen Posten. Eben sah es gut aus für den Gegner. Werden sie zusammengepusht. Alle drei zusammen. Wäre das für die ISM nicht machbar gewesen. Auf keinen Fall. Aber sie pushen hier einzeln und... das macht keinen Sinn. Sehr schade hier für die Gegner. Natürlich schön hier für unser Karius, dass er da so ein Game dann hier noch abbekommt. Aber... was machst du jetzt? Type auf jeden Fall schneller. Na, er macht eigentlich den richtigen Move. Er geht hier cappen. Macht auf jeden Fall Sinn. Ja, ob da der Spot reicht, das ist dann immer die große Frage. Na, der Type braucht eigentlich drei Hits, um ihn hier rauszunehmen. Also einen kann er sich noch fangen und hat dann sogar noch die Möglichkeit, sich einen zweiten zu fangen. Und der gegnerische Type ist One-Shot für ihn. Sieben Minuten Spaß. Da wartet man doch mal gerne ab. Ja, der muss man aber auch ehrlich sagen, ne? Da hat der gegnerische Type einfach sehr viel Zeit, um zu gucken, von wo kommt er da perfekt angefahren. Und er schießt erstmal die Büsche ab, okay. Könnte von hinten passiert sein, von J3. J3, J4, das würde er jetzt hier nicht so einfach spotten. Dann würde er gleich von unten kommen und dann haben wir eigentlich eine gute Chance. Oh, nee. Ist hier tatsächlich doch gar nicht von da drüben gekommen. Macht jetzt hier den Recap plus Schaden. Gut gemacht an der Stelle. Kettet ihn hier auch. Ja, der Manfred macht das nicht schlecht. Komplett rumgefahren, sauber gemacht, seine Geschwindigkeit ein bisschen ausgenutzt. Jetzt muss nämlich der Karius langsam aufpassen, ne? Jetzt kommt noch ein sauberer Hit vom Gegner und dann ist er One-Shot. Wenn der Type das ein bisschen über die Sicht spielt oder besser gesagt flankiert und dem Gegner dann nicht so viel Raum gibt.
Ja, Teil 59 ist eigentlich in der Sackgasse da hinten. Ändert aber einfach nichts daran. Er kann. Er könnte cappen. Weiß dann ungefähr von wo er kommt. Könnte man machen, aber dann geht es vielleicht auch wieder so aus, wie es eben ausgegangen ist. Ist immer eine schwierige Entscheidung. Fährt man drauf? Guckt man, dass man da ein bisschen safe bleibt? Geht man ins Cap? Der Gegner weiß genau, wo man ist. Aber man baut Druck auf, so wie eben. Das war ja doch schon sehr knapp. Es war für den Type da sehr glücklich. Ja, er denkt jetzt hier, dass er auf der Einzellinie unten rauskommt. An sich eine gute Idee. Wenn ich der Type wäre, würde ich aber versuchen, da wegzukommen aus der Ecke. Sehr, sehr unangenehme Position. Als Type gibt es auf jeden Fall die Alternative, ins Cap zu fahren, gibt es für den Type nicht. Weil er One-Shot ist. Und wenn der Gegner weiß, wo er ist, der kommt da definitiv in der Zeit da ins Cap, in den Cap-Bereich. Das willst du nicht als Type. Aber du willst eigentlich schon gerne wissen, wo dein Gegner ist. Also du willst wissen, wo ist die ISM. Tja, was machst du da, ne? Type scheint hier nicht mehr zu sein. Die Frage ist ja auch als Type. Wenn man sich jetzt irgendwo hinstellt an einer guten Position oder halt in einem Buschbereich, um den Gegner zu spotten, vielleicht einen Safe Shot zu setzen und dann den zweiten auch noch reinzuhauen. Kommt der Gegner zu dir? Wartest du darauf? Jede Sekunde zählt? Ist das angenehm? Also willst du das Spiel gewinnen? Also ein Unentschieden willst du hier als Type auch nicht haben. Entweder verlierst du das Ding oder du gewinnst das Ding, aber ein Unentschieden würde ich jetzt hier nicht nehmen wollen. Gerade weil, wenn er die ISM jetzt hier noch tötet, hat er auch den Krieger. Eine schöne Medaille, schönes Gefecht, das wäre dann einfach eine saubere Leistung. Verliert er, kannst du sagen, Beste gegeben, was soll's, kannst du leider nun mal nicht ändern. Der Gegner war besser. Oder der Gegner-Spieler, wenn es dann dementsprechend nur einer war, der das ganze Ding gecarried hat. Schöne überlegte Moves hier auf jeden Fall vom Karius. Fährt so die typischen Positionen ab. Jodelt jetzt auch nicht einfach über die offene Fläche draußen, das würde keinen Sinn machen. Man versucht eigentlich immer in der Nähe von Mauern zu bleiben, sodass man vielleicht, wenn der Gegner einen im Rücken erwischt und einen sicheren Schuss setzt, dass er ihn hier nicht einfach umrunden kann. Oder halt, dass er da Safe Shots machen kann auf die freie Fläche, wo man selber keinen Schutz hat. Das Gute ist ja, wie gesagt, er kann sich noch einen Schuss, kann er sich noch gönnen, aber dann muss der Safe Shot rein in den Gegner. Ja, und jetzt spielt natürlich die Zeit schon eine große Rolle, ne? 2 Minuten ist nicht viel. Klar, der Gegner braucht bloß aufploppen, man drückt ab und dann ist das Ding vorbei. Aber findet man jetzt hier den Gegner nicht? Vielleicht reicht das ja auch dem Teil. Vielleicht sagt er, ja gut, ich bin hier One-Shot. Er ist noch Two-Shot. Die Gefahr gehe ich nicht ein. Ich gucke jetzt, dass ich mir ein Plätzchen suche, wo ich safe bin. Und warte das Ding einfach ab. Der Gegner cappt nicht mehr. Gut für mich, unentschieden nehme ich mit. Kann ja möglich sein. Ne? Beim Type 59, da geht es ihm bestimmt nicht mehr um die Siege. Wobei ein Sieg immer schön ist, ne? Da braucht man nicht drüber sprechen. Ja, versucht jetzt hier alle möglichen Positionen abzufahren. Also durch Cap gewinnt er das hier nicht mehr. Er muss den Gegner sehen, er muss ihn beschießen können. Nur so kann es gewonnen werden. Ja, vielleicht hat er sich da hinten in die Ecke versteckt. Ein 0 könnte möglich sein. Wäre für den Gegner jetzt nicht so schlau, wenn er es gemacht hätte. Aber möglich. Aber vielleicht sitzt er auch unten bei K8 zum Beispiel in der Ecke. Und wartet jetzt hier auf das Gefechtsende. Na, hier in der Ecke ist er nicht. Proxy Range 50 Meter sind wir ran. Das heißt, hier kann er nicht stehen. Ja, 30 Sekunden, jetzt wird es natürlich langsam eng. Oh, der Type geht gerade auf, links von ihm. Ah, ein bisschen lange gebraucht, bis er ihn gesehen hat jetzt hier. Fährt er da lang? Fährt er offen da lang? Oh,
mal, da trifft er die Frontwanne. Da darf erst das Kettenrad gezielt, wäre definitiv raus gewesen. Jetzt kriegt er hier wahrscheinlich noch einen Free-Shot. Aber er auch. Und dann nimmt dann raus und da ist das Ding durch. 0 Sekunden runtergetickt. 15 Minuten und das Ding hat er gewonnen. Und wir gehen mal in die Gefechtsauswertung rein. Und gucken uns mal an, was hier das Endergebnis war. Ja, gemeistert. Dann die Radley Waters. Dumitru's Medal. Herzlichen Glückwunsch dafür. Jeder, der drei Artis killt, kriegt auf jeden Fall schon mal einen Daumen hoch. Stahlwand, Großkaliber und die Top Gun, also der Krieger, logischerweise durch die Radley Waters. Und wir gehen mal in die Teamauswertung rein. Und da sehen wir 4658 Schaden, 8 Kills, 1504 Base XP. Ja, zusammen mit dem T103 hier das Spiel auf jeden Fall gemacht. Das restliche Team, ja, sehr unterdurchschnittlich gespielt, schade. Aber auch im Gegnerteam waren zwei, die da so ein bisschen rausgestochen haben. Ja, drei, kannst du schon sagen, die da so ein bisschen bessere Leistung gebracht haben. Und in seinem Team kannst du auch drei sagen. Also es war schon ausgeglichen. Schönes, ausgeglichenes Spiel. 15 Minuten und das Ganze geht 15 zu 14 aus. Ja, warum nicht? Schönes Ding, ja. Detaillierten Infos. Und da sehen wir 19 Mal geschossen, 17 Mal getroffen. 13 Mal nur penetriert. Und da muss man ehrlich sagen, da gab es so zwei, drei Schüsse ein bisschen, also nicht besser einnehmen, weil du hast schon die komplette Zeit abgewartet. Eben Kreis war zu. Man kann auch manchmal mit den Russen schon vorher schießen. Die haben da, was die Ganya angeht, die so ein bisschen dieses russische Flair, dass man da doch schon mal gerne treffen will, auch wenn man nicht voll eingeaimt ist, was die meisten anderen Panzer nicht so deutlich haben. Aber da doch eher die Schwachstellen abnehmen. Ne? Jetzt zum Schluss gerade der Schuss, du schießt auf seine Front, auf die obere und er ist gewinkelt. Ja, und da bist du halt an der Stelle abgeprallt. Hättest du aber in die Seite einfach ins erste Kettenrad vorne reingeschossen, wäre raus gewesen. Selbst die Seite stand so schräg, das hätte auch ausgereicht, dass du da ins easy durchkommst. Aber das schmälert im Endeffekt das ganze Gesamtergebnis natürlich nicht. Ja, 4658 Schaden. 2090 abgewehrt durch die Armor. ISM, schöner Panzer, bin ich auch sehr gerne gefahren. Unterstützungsschaden 581. Oh, mit einem kleinen Plus rausgegangen. Sehr sauber runtergespielt. Muss ich sagen, ruhig geblieben. Kritiker haben wir ja schon angebracht, so ein, zwei Schüsse. Einfach nochmal ein bisschen mehr die Schwachstellen abnehmen, aber ansonsten schön Druck gemacht zum Anfang. Schönes, rundes Ergebnis. Dann gibt es eigentlich nur noch zu sagen, danke hier an Karius105, danke an die 8 Opfermusik hier zu sehen oder in den Kommentaren. Montag ist vorbei, Leute. Das Schwerste ist geschafft. Das heißt, jetzt kommt die Restwoche und dann kommt wieder das gute Wochenende. Kampagne ist vorbei. Ich glaube, jetzt kann das Familienleben bei dem einen oder anderen wieder einziehen. Ja, von daher wünsche ich euch eine schöne Restwoche und dann sehen wir uns nächste Woche einfach wieder, wenn es heißt Replay of the Week von der Wise Community. Macht's gut. Tschüssi.